Und das liebe ich, wenn es ganz entspannt ist und ich schalte einfach die Kamera ein. Weißt du? Und mein Partner merkt überhaupt nicht, dass wir filmen. Beziehungsweise jetzt erst. Der Ford von Challenger, ich bin immer begeistert von dem Fahrzeug, hat mich gesund nach Nürnberg gebracht. Habe jetzt 3000 Kilometer drauf, macht echt Spaß. Und das ist der neue Camp Manager von Knaus Camp in Nürnberg. Servus, ich bin der Camper Tobi, grüß dich. Servus. Wir haben uns gerade kennengelernt. Ja, richtig. Total entspannt. Du hast gesagt, du bist noch nie vor der Kamera gestanden. Das macht nichts. Ich bin auch selten vor der Kamera. Ich bin meistens hinter der Kamera. Und in Nürnberg war ich schon oft. Ich gehe mal mit dir ein Stück. Das ist die Einfahrt. Ja, richtig. Eins muss man mal dazu sagen, es ist wunderbar ruhig bei euch. Für das, dass man mitten in Nürnberg ist, ja, ist es einfach ein Traum. Und ich zeige den Zuschauern immer, wie sieht es hier aus, damit die wissen, was erwartet sie, wenn sie kommen. Und wir gehen mal vor die Schranke. Wir wollen ja den Platz auch ein bisschen erklären. Hier gibt es die Wartespur. Und da standen wir jetzt gerade, weil jetzt beginnt die Freizeitmesse in Nürnberg, wie jedes Jahr. Ich bin ja jedes Jahr hier. War auch schon einige Male bei euch, wie gesagt. Und was mir auffällt, ihr seid neu, ihr seid super freundlich. Ganz tollen Check-in gehabt gerade. Und das darf man ruhig mal dazu sagen, weil der Platz hatte wechselnde Campmanager. Und einmal läuft es gut, einmal läuft es weniger gut. Also bitte gebt den Leuten immer neue Chancen. Es ist der Knaus Campingpark dahinter. Eine riesen Campingplatzgemeinschaft, kann man mal dazu sagen. Wie viele Plätze sind es aktuell? 26? Also ca. 120 Plätze, noch 11 Dauercamp machen wir noch. Und ja, genau. Haben wir noch 18 Mobilheime. Ach, du meinst jetzt schon die Plätze hier? Alles klar, ich habe gerade den Knaus Campingpark noch erklärt, so, was Knaus Campingpark ist, und man macht gar nichts. 26 Plätze, glaube ich, gibt es in Deutschland. 26, richtig, ja. Da bin ich am richtigen Stand. Und jetzt zu deiner Stückzahl, was bringst du da unter? Also ich habe ca. 120 Stellplätze mit Zelt und Bulli. Ja. Und dann habe ich 11 Dauercamper und 18 Mobileinheiten. Sehr geil. Von Albatros. Und wir gehen jetzt genau mal so rein, wie man normalerweise reinfährt. Ihr habt ein Kennzeichenerkennungssystem. Ihr habt auch normalerweise eine Gastronomie, die man macht jetzt im Sommer wieder auf oder demnächst? Demnächst wird das wieder aufmachen, ja. Übrigens sehr gut, war letztes Jahr. Also wenn da der gleiche Koch noch da ist, dann komme ich wieder. Und jetzt gibt es für die Messegäste ein Special. Es gibt einen Food Truck. Richtig. Und da gehen wir dann auch gleich noch vorbei, weil die beiden kenne ich. Die sind zwar jetzt gerade in Mittagspause, aber da werden wir heute Abend sicherlich alle zusammenstehen. Die Campingfamilie ist nach Nürnberg gekommen. Ganz viele Bekannte sind jetzt schon da. Wir kennen uns alle von vielen Messen. Also, da drüben ist die Messe. Wer sieht, da drüben sind Parkhäuser, Gewerbegebäude und die Messe. Richtig, ja. Und hier fährt auch ein Autorennen vorbei, ein ganz legendäres, oder? Auf dem Nürburgring, aber das ist dann weiter hinten. Der ist dann weiter hinten. Beim Stadion. Richtig. Beim Reichsparteitagsgelände ist es. Ja. Also nicht weit entfernt, und ihr könnt beim Fahrrad natürlich mega cool in die Stadt fahren. Ich gebe dich nur mal ein bisschen weiter rüber, bevor uns noch jemand zusammenfährt. Also hier schönes Restaurant, dann wie gesagt demnächst wieder mit einem netten Biergarten. Und das sind eure Mobilheime. Richtig. Das ist Mobilheim Mars. Es hat 24 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, einen kleinen Wohn- und Essbereich. Ja. Und dann noch eine kleine Nasszelle. Die stehen ja ähnlich auf vielen Plätzen von Knaus. Ich habe auch zum Beispiel gefilmt in Bad Kissingen den Platz schon, den habe ich vorgestellt. Da habe ich auch so ein Haus hergezeigt. Geht da ruhig auf die Homepage. Die sind auf der Homepage Knaus Campingpark sehr gut beschrieben. Am besten googeln. Und du bist richtig fleißig gewesen, man sieht es dir an. Und so liebe ich das, wenn die Menschen vor der Kamera stehen, gerade von der Arbeit weg. Ihr seid am Pflegen, am Machen. Hast du Camping-Erfahrung vorher schon gehabt oder bist du Quereinsteiger in die Campingbranche? Also gearbeitet habe ich noch auf keinem Campingplatz. Okay. Das noch nicht. Aber das ist ja eine interessante Herausforderung, gell? Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant und sehr abwechslungsreich. Sehr abwechslungsreich. Das kann ich laut sagen. Mit den Campern ist es immer lustig. Mhm. Und das ist eine sehr angenehme Familie. Die stehen auch super schön. Und die gehen hoch bis 6 Personen dann? Also hier haben wir jetzt 4 Erwachsene und ein Kind bis 6 Jahre. Weil man könnte noch im Wohnbereich, kann man noch die Couch aufklappen. Ja. Und dann hat deswegen 4 Erwachsene und ein Kind bis 6 Jahre. Wenn ich wieder mal da bin, schauen wir in eins rein. Aber ich glaube, das ist weniger interessant. Wir bummeln einfach mal quer über den Platz. Da hinten gibt es auch die Entsorgung. Ja? Richtig, ja. Wenn man in den Einbahnverkehr reinfährt, das ist schon immer nicht ganz wichtig. Unwichtig, dass ihr bitte die Einbahnstraßen einhaltet und einmal rumfährt. Richtig. Weil das ist nur einspurig. Mhm. Und keiner will mit dem Camper, wenn es matschig ist, im Schmutz stehen. Aber das ist echt gerade traumhaft. Wir nutzen das perfekt. Ihr seht, also das wird noch voll. Wenn morgen die Messe losgeht, ist der Platz natürlich dicht. Ja, am Freitag haben wir über 200 Gäste da. Ja, schön. Geht wieder richtig los.
Man kann auch eins dazu sagen, in Nürnberg sind auch viele Veranstaltungen, also bitte rechtzeitig reservieren, sobald ihr wisst, dass irgendwie Rock am Ring oder irgendwelche evangelischen Familientage oder Kirchentage sind jetzt dann, glaube ich. Ja, im Juni haben wir ja Rock im Park. Ja, Rock im Park, Entschuldigung, Rock am Ring, sorry. Dann das Wochenende drauf, das sind dann die evangelischen Kirchentage. Ja. Und dann das Wochenende nochmal drauf, Kongress der Zeugen Jehovas. Und da sind wir schon komplett ausgebucht. Ja. Und bei Rock im Park, also als ich angekommen bin am 25. September, habe ich ja hier angefangen mit meiner Freundin, da war Rock im Park schon ausgebucht. Dicht. Ja, ja, die buchen ja im Jahr vorher wahrscheinlich schon alles ja, dicht, also sobald der Termin raus ist. Die buchen dann hier direkt vor Ort für das Jahr drauf. Ja, genial, so muss es eh sein, es muss ja laufen. Ja, es ist ein Riesengelände, kostet alles Geld. Genau. Klar muss man auch seinen Preis verlangen, wenn man in der Innenstadt ist, aber das muss ja jeder selber wissen, was ist es ihm wert und was, was gibt man aus dafür. Ja, aber auch gerade, weil hier nebendran ist ja noch die Arena und das Stadion und näher geht es ja eigentlich nicht zu einem Fußballspiel. Ja. Da haben wir noch relativ wenig Gäste, wenn bei Fußball ist, nur ab und zu mal vereinzelte Gruppen. Klar. Die kennen uns wahrscheinlich noch nicht. Jetzt sind wir im Sommer oder fast im Sommer. Okay, wir sind im Frühjahr. Und die Bäume sind natürlich noch nicht so grün, aber das ist herrlich, wenn das hier alles dicht bewachsen ist. Mhm. Wirklich schön. Klar, Satellitenplätze sollte man auch ein bisschen gucken. Das hat der eine oder andere in der Bewertung geschrieben. Gibt es nicht überall. Ja. Ist halt so. Gott sei Dank gehen die meisten mittlerweile auf Streaming und haben ihr eigenes Mobilfunknetz dabei. Internet geht natürlich jetzt auch nicht komplett von hinten bis... Doch, wir haben neues Internet. Habt ihr richtig neu installiert? Insgesamt sind es jetzt 9 Masten mit den Access Points. Super. Müsste eigentlich auf dem ganzen Camping Internet verfügbar sein. Ja, und ganz klar. Ich werde das auch noch weiter ausbauen, wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, aber das ist jetzt relativ neu. Da kriegst du einen riesen Like von mir, weil das ist natürlich, du weißt das, der erste Anruf, wenn der Camper hier fragt, oh, wie ist das bei euch? Ja. Funktioniert das Internet, ja, oder? Das ist ja, da ist auch ein Access-Point, da hinten auf dem Sanitär. Sehr cool, das ist ganz, ganz wichtig. Für die immer weniger werden, denn die Platz-WLAN nutzen, wie gesagt, viele haben halt einen hohen Gigabyte-Vertrag eh schon dabei. Mhm. Ich habe hier 5G mit 300 Megabit Upload, Download und ich glaube 60 Megabit im Upload für einen YouTuber nicht unwichtig, damit das Video möglichst bald hochgeladen wird. Und während wir hier bummeln, kann man nur eins sagen, da hinten ist auch ein Ausgang, da kann man dann zur Messe gehen, ja, das weiß ich. Und von da aus ist man ja in weniger als 2 Minuten direkt am Eingang Ost von der Messe. Ja genau, den also sieht man sogar durchleuchten. Ja. Ja. Das ist super angenehm in der Früh. Ich gehe hier um 5 vor 9 weg, die Presse geht immer ein bisschen früher rein und zack, dann bist du drüben. Mhm. WC-Ausguss, das kennt ihr, Picobello da hinten rein zur Tür. Und die haben mir letztes Jahr schon super gut gefallen, die Sanitäranlagen. Ich habe meine Wäsche gewaschen, weil ich lebe im Wohnmobil, ich bin gut unterwegs. Schauen wir mal reingehen, oder? Lass uns, jetzt ist keiner da, dann schauen wir mal. Wir haben extra die Ruhe vom Sturm und die Sonne genutzt, dass wir euch das jetzt natürlich zeigen, weil später möchte ich die Leute nicht nerven. Ah, perfekt, genau, so muss das sein. Ja, picobello sauber, schön. Ich bin ja kein alles gut, kenne ich, alles gut. Es ist, Dankeschön. Ist ja nicht so, dass ich hier der Tester bin, ganz im Gegenteil, ich will gar nicht testen, ich will es zeigen, wie es ist und die Leute sollen selber wissen, was sie machen. Wie vorhin auch schon gesagt. Und hier fangen wir hier. Ach süß. Ja, cool. Da passe ich leider nicht rein, das wäre lustig. Oder wollt ihr sowas sehen? Tobi in dem Ding? Ja, ich weiß, ihr schreibt jetzt alle wieder eure Kommentare. Tobi musste ich da reinhocken, aber ich glaube, das Regal hält es nicht aus. So, ich habe jetzt meine Toilette rein. Ja, danke, super. Da hast du jetzt auch eine schöne Erinnerung dran. Also es duftet schon mal ganz herrlich. Wenn du schon mal in einen Campingplatz reingehst, wo es in den Sanitäranlagen so schimmelt und muffelt, das turnt eher ab, aber das ist... Ja, da gibt man auch seinen Wert drauf, dass es hier Sommer ist und auch dementsprechend mit dem Geruch, dass immer hinterher, dass es einfach auch gut riecht. Das merkt man. Das ist auch der erste Eindruck. Ich liebe diese Dinger. Ne, ich will nicht Strom verschwenden, sonst sagt man gleich wieder Energie sparen. Die Duschen. Danke, dass du die Zeit nimmst. Ich habe dich echt überfallen, aber ihr werdet das nicht bereuen. Wie gesagt, das ist 2023, es tut sich immer was und hier merkt man echt, dass ihr richtig Gas gegeben habt. Ich liebe es, wenn die Putzsachen rumstehen, dann weiß man nämlich, dass man putzen kann. Und liebe Camper, nehmt die bitte auch mal selber. Die meisten machen schon, aber wenn man mal kurz Wasser wegzieht, man kann ja nicht ständig einen reinstellen, der aufpasst. Aber das ist super. Schön warm, kalt, keine Münzer, duschen ist Enkel im Preis. Super, schön. Ich komme jetzt echt vor wie ein Tester. Nein, ich bin nicht am Testen, Freunde. So, da haben wir hier noch einen Außenplatz rum. Den habe ich mir letztes Jahr auch angeguckt.
Wer will, kann hier ein bisschen, keine Ahnung, wenn es draußen regnet und ihr schaut Fußball miteinander oder sonst wie. Bisschen in den Büchern stöbern, ja. Fernsehen gucken. Sehr lieb. Gut gemacht. Prima. Und hier haben wir noch. Bin dabei. Spülküche, genau. Schön. Und noch eine kleine Kochgelegenheit. Hell und freundlich, da schmeißt du eine Münze ein und gut, das ist. Die Münze gibt es an der Rezeption. Ich mag das hier. Ich liebe den Platz hier. Ich gebe immer an, damit, also angeben ist immer blöd, aber ich habe über 1000 Stellplätze und 300 Campingplätze besucht, allein im deutschsprachigen Raum in den letzten 4 Jahren. Okay, cool. Ich glaube nicht, dass einer mehr gesehen hat, weil ich schaue es mir natürlich auch nochmal anders an, wenn du den Job machst. Dann kannst du schon sagen, da kannst du hinfahren, dann kannst du nicht. Weil wenn ich die Leute herschicke, dann wollen die ja sehen, dass es so ist. Ja. Deswegen ist cool, dass du mitgehst, weil ich kann ja viel erzählen. Ja. Sehr sympathisch. Es geht hier ja noch ewig weiter, aber wir wollen ja den Foodtruck noch schauen. Schaut mal, wie weit es da nach hinten geht. Der Frank von Solvio steht schon hinten. Genau, da hinten ist dann noch unsere Zeltwiese und die Bulli-Stellplätze befinden sich da im hinteren Bereich. Ja, genau. Aber alle versorgt. Alle am Strom. Ja, ja, klar. Ja, jeder einzelne ist am Strom. Ist zwar jetzt ein bisschen weiter weg bis zum Stromkasten, ja, aber ja. Kriegt man hin. Ich sag das bloß immer dazu, ja, für jeden, ja, der es draußen sieht. Bis jetzt hat jeder Strom bekommen. Eben, genau. Mhm. Der auch dabei ist im Preis, muss man immer noch dazu sagen, weil viele verwechseln nach wie vor Campingplatz mit Stellplatz. Und da gibt es halt viele Stellplätze, wo du dann Münzer hast oder sonstiges. Es gibt auch Campingplätze, die unterteilen das in 80% feste Plätze mit Strom und schon ein paar Münzer dabei. Ja, momentan ist noch ein Preis mit inbegriffen, aber wir werden es demnächst noch ändern, dass es dann auch ausgelesen wird. Auf KW ausgelesen wir haben, da hinten wird. Haben wir halt noch alte Stromsäulen, da ist noch nicht machbar, aber ab hier die Stellplätze ab dem 95 rum, der Rest, das wird dann schon ausgelesen, sobald es dann... Und nach Verbrauch abgerechnet. Genau, dafür wird dann aber auch der Stellplatzgebühr natürlich ein bisschen günstiger. Genau, sehr gut. Dann wird es genau super. Nach Verbrauch abgerechnet. Ja, genau. Das finde ich zeitgemäß. Das ist super und wie gesagt, ihr arbeitet dran, das ist immer das Wichtigste, dass man den Leuten auch sagen kann, was sich in Zukunft tut. Ja, das wird jetzt relativ zeitnah passieren. Schön, klasse. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch ein Highlight, da muss so ein Camperfuzzi wie ich da drüber filmen. Dieses Teil ist genial. Ich schau mal, ob ich nachher noch irgendwie, ich sag mal Quickie für ein kurzes Video mache von dem lieben Betreibern. Aber die will ich natürlich jetzt nicht nerven. Aus Mindelheim, ich habe den schon öfter auf Messen gesehen. Ja, wir haben schon gerade am Vorbereiten, ne? Geplaudert. Ja, aber stören wir jetzt nicht. Aber das ist einmal gespannt. So muss ein Foodtruck ausschauen, ne? Ja, der ist echt schön, ne? Das ist richtig, richtig fein. Ich glaube, die machen drin die Burger fertig, weil heute Abend wird sicher der eine oder andere Aussteller oder Besucher schon hier hingehen. Alles prima. Ein Highlight, am Schluss so ein Bild. Ich glaube, den werde ich als Titelfoto einstellen. Weil die Zuschauer, weiß ich, die stehen schon ein bisschen auf die etwas Besonderen da. Was haben wir noch vergessen zu Knaus Camping? Ja, vielleicht hier noch unseren Grillplatz. Grillplatz, komm, den machen wir noch. Den nehmen wir noch mit. Haben wir jetzt seit dieser Woche noch einen zweiten Grill da stehen und gestern frisch gestrichen, dann passt es ja. Siehst du mal, gestern richtigen Tag erwischt halt. Perfekt. Alles prima. Lass mal. Ja. Ja, so muss das aussehen. Mhm. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich arbeite nur mit dem internen Mikrofon, die Zuschauer. Und außer das Plätschern, was ich immer sehr angenehm finde, wer kein Problem mit der Blase hat, der hört es gerne. Und die anderen müssen mal aufs Klo gehen. Mhm. Ihr habt sonst außer Vogelzwitschern die ganze Zeit nichts gehört, außer uns beide. Mhm, ja. Und bei mir wissen sie, dass ich laber permanent. Ist aber mein Job. Ich will euch ja was berichten. Ja. Ich sage auch noch dazu, zwecks der Transparenz, ich bekomme hier kein Geld für die Darstellung. Ganz wichtig ist mir das, dass die Leute sehen, ich mache das rein Stücken. Ich habe keinen Deal mit Knauscamp oder Ähnlichem. Ich habe jetzt einfach die Kamera rausgeholt und habe gesagt, komm, geh mal rum. Ich habe zwar schon den einen oder anderen Knauscamp-Platz gefilmt, werde da auch sicherlich weitermachen, aber viel Erfolg in der Zukunft, sage ich mal, stellvertretend für 2-3 Camper. Dankeschön. Und die Goldfische haben Namen, oder? Wenn nicht, wir taufen jetzt die Goldfische im Knauscamping Nürnberg. Mhm. Dann machen wir hier Patenschaften rein wie im Zoo. Mhm. Hat mich sehr gefreut. Mich auch jedenfalls. Wenn du noch Dankeschön. Was loswerden willst, sag's jetzt. Happy Camping! Happy Camping. Bis dann, ich wünsche euch was. Also kommt mal her nach Nürnberg, mitten in die Ruhe.